Das ist ein interessantes Getränk. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Capri-Sonne getrunken. Und dann gleich hier mit Kohlensäure. Das Ganze mit Himbeergeschmack, Fruchtgehalt 10%. Zutaten sind Wasser, Zucker. Und dann kommt Apfelsaft, Limettensaft, Orangensaft, Himbeersaft, Kohlensäure, natürliches Aroma, schwarzes Karottensaft, Konzentrat, vermutlich zum Färben, Säurungsmittel und so weiter. Schmeckt interessant, erfrischend, leicht nach Himbeere. Ich muss aber sagen, es schmeckt deutlich weniger nach Himbeere, als ich es erwartet hätte. Schmeckt eben mehr nach Apfel oder so. Doch, also Apfel, Orange, Könnte mehr Himbeersaft drin sein für meinen Geschmack. Aber man kann es trinken. Capri-Sonne und Bubbles mit Kohlensäure. Geschmacksrichtung Himbeere. Heute gibt es mal einen leckeren Asia-Topf als Zwischenmahlzeit. Kann man grundsätzlich natürlich nur davon abraten, bei den Geschmacksverstärkern und so weiter, die da drin sind. Das Ganze heute von Knorr. Fertig in 3 Minuten. So verspricht der Hersteller. Snack mich. Öffne den Deckel, gieße kochendes Wasser bis zur Markierung auf, rühre gründlich um und schließe den Deckel wieder. Dann 3 Minuten ziehen lassen, mit geschlossenem Deckel alles nochmal umrühren und fertig. Gucken wir mal an, was da drin ist. Ob ich das hier irgendwie scharf bekomme. Ja, da ist vor allem mal Nudeln drin, asiatischer Art, mitsamt Zutatenliste, Backtriebmittel, dann ist da Zucker drin, Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, ganz viel Müll, Palmöl, Aromen und dann kommen irgendwann mal Zwiebeln, Lauch, Karotten, Knoblauch und Ingwer, Cayennepfeffer, Zuckermais, Sojabohnen. Naja, nicht besonders gesund das Ganze, aber ich hatte jetzt eben mit den Zähnen Probleme zuletzt und wenn man gar nicht so richtig essen kann, dann ist das zumindest besser als gar nichts. So, das Wasser kocht jetzt gleich. Dann wieder zumachen. Ach, erst umrühren, dann zumachen und dann warten. So, nach 3 Minuten circa nochmal umgerührt das Ganze und dann sieht das so aus. Kann man direkt jetzt aus dem Becher heraus löffeln. Ein asiatischer Snack, Geschmacksrichtung Rind. Das gibt es, glaube ich, auch noch mit Huhn und mit, weiß ich nicht genau, Chili eventuell. Was haltet ihr von solchen Snacks? Ist natürlich Müll, ernährungstechnisch gesehen, aber geht halt schnell. Eine warme Zwischenmahlzeit zwischendurch. Ja, das war kein besonders aufwendiges Video. Ich habe das hauptsächlich gemacht, damit es hier in der Serie mal weitergeht. Mal sehen, was ich als nächstes teste. Falls ihr eine Idee habt, könnt ihr mir das auch gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten, wie immer, sind konstruktive Kommentare erwünscht. Abo und Like und Glocke drücken nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und tschüss.